Stand-up paddlen hat verschiedene Aspekte, wieso dass ich das empfehlen kann. Etwas ganz wichtig sicher ist auch von rein Körperaufbau her unsere Feinmuskulatur. Das, was wir in der Physiotherapie zum Beispiel auf einem Bau Gleichgewichtsbau machen, das können wir hier auf dem See beim Stand-up paddlen genau gleich auch machen. Das ist eigentlich ein Aufbau für unsere Feinmuskulatur. Und einfach machen wir das noch in der Natur oder ohne einen gesellschaftlichen Aspekt. Das heisst, anstelle von zusammen gehen, laufen, gehen, wandern, können wir natürlich hier raus, können wir miteinander zusammen paddeln und können wir haben so viele Seeflächen hier in der Schweiz, dass man die auch nutzen kann. Also, unsere Position zum richtigen Stau, die stabilste Position, haben wir hier den Griff, den wir das Brett noch tragen. Und zum Aufstehen kann ich mich abstützen. Ich stelle die Füße rechts und links vom Griff her, bereits schon auf der Position, wo ich dann sein möchte. Und hier möchten wir nicht zuerst das Gesäß bringen, sondern wir kommen mit dem aufrechten Oberkörper kommen wir rauf. Wenn ich mehr Wasser unten dran hätte. Eure Musik. Euer Radio.